Und damit hoffentlich willkommen zurück zu einem neuen Part. Kane und Lynch, Dog Days. Diese Vorhänge nerven doch nur maximal. Bin ich ehrlich. Ja, komm. Okay, ich hab keine Ahnung, welche Waffe ich mitnehmen will, aber ist cool. Oh nee! Lad schneller! Er lebt noch? Fuck, was ist denn mit dir los, Alter? Na komm. Ja, ich weiß, dass der noch lebt. Na, dann gib mir mal die Waffe, bitte. Junge, was schreist du denn hier so? Junge! Darf er noch mal eine Sekunde hier safe sein irgendwo? Alter, wo sind denn hier überall Gegner? Ist ja übel zum Kotzen. Ah ja, ja, du killst ihn. Halt mal deine Fresse. Junge, wie lange der Wichser auch zum Nachladen braucht, das war jetzt absolut meine Schuld. Da habe ich jetzt absolut dumm gehandelt. Ja, die Waffe ist leider nicht so genau. Lebt. Kannst du bitte aufhören, immer nach unten zu zielen? Kannst du bitte aufhören, immer nach unten zu zielen? Ich will den eigentlich noch aushalten. Ey, Junge, der hat ein ganzes Magazin jetzt ausgehalten. Plus, minus. Ein paar Schuss logischerweise. So, danke. Jungs, die halten echt viel aus, ey. Hab ich den ersten erschossen? Klar kann man das auch super safe spielen, indem man einfach hinter dieser Deckung stehen bleibt. Junge, kannst du ihm bitte die Rübe wegschießen, wenn ich das darauf ziele? Er scheint tot zu sein. Ich lade die Waffe mal kurz durch. Ich lade die Waffe mal kurz durch. Junge! Wie viel wollen die denn immer aushalten, Alter? Bruder! Er schießt mich durch das Glas! Ach Gott! Das ist ja übel zum Kotzen!
finde es gut, dass er dieses schwere Maschinengewehr schneller nachlädt als so ein G36 oder sowas. Alter, ich treffe gerade gar nicht, ey. Ja, so sitze ich übrigens safe, ne? So kann er mich nicht treffen. Junge, chill. Okay. Ich warte erstmal die ganzen da drüben ab, weil da drüben kommen echt viele, glaube ich, noch. Okay, ein bisschen daneben geschossen. Zugegebenermaßen. Der kann mich übrigens nicht treffen jetzt gerade. Also der da hinten. Na, Kane, könntest du auch was tun, dass sie nicht auf mich treffen vielleicht? Ich verstehe auch nicht, warum ich bei dem einen immer direkt umfalle. Ja, vor allem, dann musst du dich beherrschen. Denken wir mal kurz an den ersten Teil. Du hättest mich mit ihnen reden lassen sollen! Und schlägt ihn erstmal mit der Schaufel tot. Zitat Ende übrigens. Gleich kommt wieder ein Helikopter, wenn ich das richtig sehe. Wer hätte damit rechnen können? Ich verstehe auch nichts übrigens. Er schießt ihn doch einfach. Darf ich mal bitte... Digga. Ich höre halt nichts, actually, ne? Gute Entscheidung, Bruder. Scheiße, Lynch! Was sollte das? Ja, weg mit dem! Hauptsache, Kane regt sich über alles auf und Lynch macht ausnahmsweise mal was richtig. Junge, einfach weg mit dem. Nur Kane hat seine Tochter getötet und will dann noch einen Deal mit ihm machen. Nein, das funktioniert so nicht, Digga. Einfach weg. Ich stelle gerade das Mikrofon ein bisschen um. Wir haben nicht geredet, Zeit. Naja. Hey, ich komm nach Hause. Ich hoffe, wir können nochmal neu anfangen. Es ist vorbei, Baby. Baby. Hoffe, du kannst mir verzeihen. Aber Liebling, falls das nicht geht, möchte ich, dass du weißt, ich liebe dich. Oh, meine Tochter, ich hab sie so gerne, dass ich erstmal versuche, einen üblen Waffendeal durchzuziehen und dir halb Hongkong zerstöre. Ah, nee, Shanghai. Bruder. Muss wieder ein bisschen leiser stellen. Stimme auf 70. Oder 65. Das war gerade fucking laut. Was machen wir jetzt eigentlich? Warum sind wir hier? Die Hangars sind da drüben. Wenn Gläser die Wahrheit über das Flugzeug gesagt hat, muss es dort sein. Hoffentlich hast du recht.
Bleib einfach in Deckung. Okay, er guckt dann zu Lynch. Ich muss mal kurz anders hinsetzen. Ich habe das Mikrofon noch so positioniert wie in Need for Speed. Das heißt, das mache ich übrigens nicht, kleiner Fun Fact. Also. Bleib unten. Okay, da sind drei Gegner. Lass mich raten, genau bei denen ist das Flugzeug. Ich habe legit keine Ahnung, wo das Flugzeug ist, ne? Komme ich hier einfach so ran, ja. Okay, entspannt. Wo zum Teufel muss ich hin, Alter? Nettes Geräusch, by the way. Hörst du was? Nein. Durchgekommen, ohne einen zu erschießen, möchte ich mal kurz bemerken. Ach Gott. Okay. Hier werde ich wohl nicht durchkommen, ohne einen zu erschießen. Da sind zwei. Ich möchte das leise machen, ja? Wie lange haben wir noch? Wir haben noch 8 Minuten 40. Da sind auch nochmal eine ganze Menge. Ich spreche deine Sprache nicht, aber hier ist niemand. Tschö. Hier ist keiner. Ach, die haben Lynch gesehen, oder was? Alter. Also ist mit Lynch übrigens alles übel zum Kotzen, weil die ihn halt sehen. Also es wäre halt geiler, wenn die ihn irgendwie nicht sehen könnten. Ja, wäre unglaublich unrealistisch, aber wäre halt trotzdem besser, weil man dann halt nicht die ganze Zeit auffliegen würde wegen ihm. Weil mich konnten sie halt legit nicht sehen, ich stand halt in der fucking Ecke. Natürlich halten die zwei Schuss aus. Natürlich treffe ich ihn nicht. Ich habe übrigens gerade auch Frame Drops. Das Spiel scheint gerade das Flugzeug zu verarbeiten irgendwie. Dass da gerade gelandet ist. Au, da steht einer. Hey Junge. Ich finde übrigens, dass man nicht so richtig zielen kann, nicht so geil gemacht. Bin ich ja mal ehrlich. Ist halt mega stupid. Wenn man sich halt so denkt, so, ja, Kimme und Korn, irgendwelche Zielvorrichtungen. Nee, eine AR ist auf 5 Meter ungenau. Ah, ist halt ein G36C. Naja, um es mit von der Leyen's Worten zu sagen. Das Ding ist unnütz. Ah, ne, also ich habe keine Ahnung, was sie actually gesagt hat. Wenn ich ehrlich bin. Ey, Junge! Woher sieht der mich? Warte mal. Doch, letzter Kontrollpunkt müsste das eigentlich sein, ne? Ich mach mal. Wie lange haben wir noch? Wahrscheinlich 5 Minuten oder so? Ja, 6, okay. Cool, also sobald man an den Kasten rangeht, sieht er einen. Gezwungenermaßen. Der ist tot, warum ist er tot? Der ist nicht tot! Sag mal! Spiel aller! Von wo wurde ich gerade beschossen? Achso, von da, weil Lynch mal wieder komplett unfähig für alles. Ja, okay, Flugzeug.
Ich find's gut, dass das übertrieben laggt, wenn dieses Flugzeug landet. Finde auf jeden Fall auch gerechtfertigt, weil das sieht ja sehr gut aus. Ich hätte gern wieder einen Revolver, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, dahinter steht noch einer, ich weiß es aber nicht. Ne, steht keiner mehr, okay, chill euch. Einer der dümmsten Kämpfe überhaupt. By the way. Also, weil aus meiner Sicht nicht verhinderbar. Vielleicht hätte man irgendwie anders gehen können, das war halt 10 von 10 dumm. Halt die Fresse. Okay, natürlich, so eine Tür kann man nicht eintreten. Die Fresse soll zu halten, du Hurensohn. Wo zum Teufel sind wir? Okay, scheinbar nicht da, wo wir hin sollen. Geh mal dahin, wo die herkamen. Jo, okay, da hätte ich nachladen sollen. Sag mir nicht, ich fange wieder. Okay. Immerhin. Was auch immer ich da gerade getroffen habe. Okay, wir gehen hier lang. Hä? Achso, wir müssen in die Richtung. Okay, ich war gerade ein bisschen dusselig. Da müssen wir hin. So, wie lange haben wir jetzt noch? Kurva. Minute 46. Ja, Junge, das hättest du auch nicht alleine machen können, ne? Da ist ein Hangar. Ja, das wird wahrscheinlich nicht in dem Hangar stehen, denke ich mal. Okay. Steht Legend nicht im Hangar. Ich bin mal ganz stark, dass hier gleich richtig vom Kopf wimmelt. Okay, hier hochgehen macht wahrscheinlich keinen Sinn. Okay, da sind so ein paar Leute. Lol, da ist kein Flügel drin. Hauptsache der Hohlkopf ballert erstmal los, ne? Ich hab nicht geschossen. Zumindest nicht als erster. Ich find's auch gut, dass in Shanghai scheinbar jeder eine fucking Waffe hat. Oh fuck! Ja, danke! Gut, dass man die Pappdinger zerschießen kann, wusste ich jetzt nicht.
Ja, wie ihr hört, das war's mit dem Part. Ich mache jetzt aber noch kurz zu Ende hier. Hallo? Kannst du bitte hier drin sitzen bleiben? Danke. Dinge, die keiner so machen würde, da was hinstellen, damit man nicht unter dem Flugzeug darunter durchgehen kann. Okay, ich dachte, die Dinger könnte man zerschießen. Leider nicht. Natürlich dauert das ewig, wenn ich darauf schieße. Ja, beim Wurzelteufel wurde ich gerade angeschossen. Wieso ist da wieder einer? So. Halt die Fresse! Genau. Das sehen wir beim nächsten Mal. Oh Gott, Alter, die Fresse. So was Dummes haben wir noch nie gemacht. Ich sehe keinen anderen Weg, okay? Kriegst du das hin? Wieso spiele ich auf einmal Lynch? Gut. Suchen wir ein Flugzeug. Wann habe ich gewechselt? Also wahrscheinlich, als wir hier runtergegangen sind. Wahrscheinlich, als wir den Typen, als Lynch, als Kane den Typen geschossen hat, haben wir wahrscheinlich gewechselt. Als Lynch den Typen geschossen hat, haben wir gewechselt auf Kane. Meine Fresse, ich bringe die beiden ineinander. Bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.